Oh Gott. Oh Gott! Oh! Oh Gott! Mahlzeit, herzlich willkommen beim Red Room Videomagazin. Nach diesem etwas wüsten Pre-Intro Anfang dieses Videos melden wir uns jetzt vlogmäßig mal direkt. Und wir sitzen in einem Freizeitpark und nicht in irgendeinem. Wir sind in Linnanmäki und das ist in Helsinki in Finnland. Und sind gerade also im Flugzeug. Haben wir dann zwei Coaster Friends kennengelernt, die auch heute hier sind. Sind zusammen mit dem Uber dann hier hingefahren, oder Uber X ist es ja dann in dem Fall hier. Sind auch gerade zusammen den Sexbin schon gefahren und hier den Maurer, X-Cars, Dingsbums. Oko. Das haben wir gemacht, um ein bisschen Zeit zu überbrücken, weil wir glücklicherweise etwas früher hier waren. Und jetzt gleich gehen wir nämlich zum Presse-Event, Media Day für Tiger, die neue Achterbahn, die hier morgen eröffnet wird. Und wir können heute schon fahren und mal gucken, was ich euch sonst noch so in diesem Video erzählen kann. Uns wird natürlich noch ein separates Parkvideo geben, oder gab es schon, ich weiß es nicht. Und natürlich ein separates Video zu Tiger und so weiter und so fort. Ihr kennt das Ganze ja. Tässä kerrotaan teille vähäsen tästä Taigan syntytarinaa, eli miksi me lähdettiin rakentamaan Taigaa ja myös sitten siitä, että minkälainen prosessi se on ollut sekä sitten itse So, Freunde, wir sind jetzt Tiger gefahren. Crap, also das ist wirklich eine Basisbahn, ein paar Gespräche noch geführt. Jetzt gibt es mal was zu snacken und was zu trinken und wir machen erstmal ein kleines Päuschen. Hello! Das ist unser neuer Stammtisch. Was hast du da? Waffeln, Popcorn, lecker. Also mein Name ist Tobias Jeck. Ich bin Teamleiter für die Achterbahn bei Intermediate Amusement Rides. Unbelehrbar. Jeder läuft mit dem Softeis rum. Wir können ja 10 Euro für den kaufen, das Leute. Alter, ist die blöd? Ja. Könnt ihr gerne auf einen von den Preisen setzen? Da ist gleich keine. Die haben da oben schon die Pizza überall gemacht. Ne? Naja. Ich hoffe, dass sie entdeckt wird.
raus und haben da auch gar nicht mehr viel gevloggt. Ich habe zwar in dem Hauptvideo schon gemacht, aber auch Grüße an den Dude, der hier in Helsinki wohnt und unsere Videos guckt. Mega verrückt. Und damit Deutsch lernen. Und wir sind jetzt erstmal eben im Supermarkt. Brauchen mal ein bisschen was zu trinken und so. Duschen, schlafen. Aber Handtücher und Schlappen, wie süß ist das denn? Ja, damit er auch zu einer Dusche und barfuß zurücklaufen. Spartanisch. Ich kann doch nicht mal das Zimmer abstellen. Oh mein Gott, ist das geil. Also die Dicke ist wie im Parkhaus. Echt, so richtig rough. Aber es ist, hier ist auch der Name Programm. Sleep. Wir fahren wieder nach Hause. Am nächsten Morgen verlassen wir gerade unser Cheap Sleep und fahren jetzt zum Flughafen mit dem Uber X. So, wir sind jetzt wieder am Flughafen. Geiler Taxifahrer. Was für ein Dude war das, der hier benutzt wurde? Der hat auf jeden Fall einen Strafzettel bekommen mit 40.000 Euro. Der ist hier ans Einkommen angepasst, das war so ein reicher Bastard. Der ist für 40 km/h uns schnell gefahren, also 120 bei 80. Und wurde dann ausgewiesen, darf hier nie mehr, also nicht mehr Auto fahren. Also ich glaube, das ist schon wieder vorbei, diese Strafe, aber er durfte hier dann kein Auto fahren und einen Führerschein hier weggenommen bekommen. Und dann hat er ganz schnell sein ganzes Geld in die Schweiz geschoben, damit da keiner mit dran kann. Auf jeden Fall sind wir jetzt am Flughafen, haben noch ein bisschen Zeit, sind halt direkt am Frühstück jetzt hier hingefahren. Was sollen wir jetzt noch im Hostel rumkammeln? Ja, aber ich werde diesen Vlog dann jetzt auch hier beenden. Ja, und wahrscheinlich werden die Vlogs so auch nicht mehr funktionieren. Das funktioniert einfach nicht mit der Art, wie wir die Parks vorstellen. Deswegen wird das auch noch ein bisschen mehr fusionieren. Ich will ja auch, dass endlich aufhört, dass das alles so klar getrennt ist. Ja, viel Spaß. Und es wird aber noch Vlogs geben, keine Angst. Ich habe nur keinen Bock, das immer alles so zu erklären, aber da fragen dann immer alle nach. Ich mach's schon. Und wahrscheinlich ist das hier ein Teil von einem ganz anderen Video.